Bevor das Video losgeht, denk doch bitte daran, auf den Like-Button zu drücken und einen Kommentar dazulassen. Und wenn du neu dabei bist, abonnieren und Glocke rein, dann verpasst du auch keine neuen Videos. Viel Spaß! Regel 2. Steige niemals aus, bevor die Tür sich ganz geöffnet hat. Die Mackenzie Elevator Repair Company war ein ziemliches Low-Budget-Unternehmen. Daher waren die Gebäude, in die wir geschickt wurden, oft Hochhäuser in den ärmeren Stadtteilen. Ich war gerade mit meinem neuen Auszubildenden im Schlepptau auf dem Weg zu genau solch einem Ort. Er kam frisch von der Schule und hatte wohl das Ziel, uns zu beeindrucken. Ein aufgeweckter junger Bursche namens Tommy, groß, mit kurzen, strubbeligen Haaren, immer mit einem Lächeln auf den Lippen und immer für einen Spaß zu haben. Jedoch war er in der Lage, Dinge ernst zu nehmen, wenn es sein musste. Ich fing an, ihn zu mögen. Wir erreichten das Gebäude und stiegen aus unserem weißen Servicevan, zusammen mit unserem Seesack voller Diagnoseausrüstung unterm Arm. Vor einer Woche waren wir schon mal dort gewesen, um genau denselben kaputten Fahrstuhl zu reparieren. Er machte immer wieder Probleme. Wenigstens hatten sie noch einen anderen Fahrstuhl, sodass wir nicht die Treppe hinaufsteigen mussten. Das ist nämlich einer der schlimmsten Teile des Jobs. Denn einige Gebäude haben 30 Etagen und nur einen funktionierenden Aufzug. Oder noch besser, beide gehen am selben Tag kaputt. Das ist wirklich weniger spaßig, da es oft bedeutet, die Treppen mehrmals hoch und runter zu steigen, um den steckengebliebenen Aufzug zu finden und die notwendigen Teile und Werkzeuge zu holen. Der Aufsichtsbeamte des Gebäudes traf uns direkt in der Lobby. Sofort konnte ich nicht umhin, eine fette Kakerlake zu bemerken, die in der Wand des Foyers hochhuschte. Der Ort roch nach nassen Fürzen und Flutschäden, die nie repariert worden waren. Es gab gelbe Wasserflecken an der Decke und Pfützen auf dem alten, zinnoberroten Teppich, über den wir zu dem einen funktionierenden Fahrstuhl gingen. »Ich weiß nicht, was zum Teufel mit diesem Ding los ist«, sagte der Aufsichtsbeamte. Ich wusste jedoch, was damit los war. Denn ich hatte ihm die Woche zuvor gesagt, er müsse ein teures Teil ersetzen. Doch er war zu geizig, um es auswechseln zu lassen und infolgedessen blieben die Leute ständig darin stecken. Das war mir sogar vor nicht allzu langer Zeit selbst passiert und ich beneidete niemand, der sich in dieser Situation wiederfand. Wir betraten den anderen Aufzug und ich drückte auf den Knopf für die letzte Etage. Ich hielt jedoch gleichzeitig die Taste Türen schließen und die Taste 28. So konnten wir bis in die oberste Etage hochfahren, ohne auf das Ein- und Aussteigen von anderen warten zu müssen. Ein kleines Geheimnis, das Feuerwehrleute und Handwerker gleichermaßen nutzen, um etwas schneller ans Ziel zu gelangen. Die Tür schloss sich mit einem quietschenden Rasseln, als sie schwer über die Schwelle schleifte. Der Aufzug fing an, ein schepperndes, metallisches Geräusch von sich zu geben und wir begannen uns in dieser Schüttelkiste zu erheben. Als wir aufstiegen, schwankte die Kabine hin und her, brachte mich aus dem Gleichgewicht und ließ mich gegen die Wand taumeln. Das Stück Scheiße wurde mit zunehmendem Alter einfach nicht besser. »Ist das normal?«, fragte Tommy. »Nein.« Wir erreichten die oberste Etage und die Tür öffnete sich. Als wir den Aufzug verließen, hörten wir die verzweifelten Hilferufe aus der Kabine neben unserer. »Hallo? Hilfe! Es ist so heiß hier! Ich kann nicht atmen! Bitte helfen Sie uns!« »Hey, ich bin der Aufzugsmechaniker«, rief ich ihnen zu. »Ich bin hier, um sie rauszuholen.« »Gott sei Dank.« Ich hörte die gedämpften Klänge ihrer dankbaren Stimmen, als sie miteinander sprachen. Es klang, als wären es mehr als zwei Leute. Kein Wunder, dass es in der winzigen Kabine so heiß war. Der Gedanke an all diese Körperwärme und die vielen Menschen in einem so kleinen, engen Raum erfüllte mich mit plötzlichem, klaustrophobischen Schrecken. Ich hatte nie Angst vor beengten Räumen gehabt, bis ich in genau derselben Kiste stecken geblieben war, in der sich diese Leute gerade befanden. Das alles ließ mich an den Tag zurückdenken, als ich auf dem Boden des Fahrstuhls saß und Kakerlaken im schwachen und flackernden Licht überall um mich herum huschten. Je länger ich wartete, desto drückender und überwältigender wurde die Hitze. Die Luft wurde nahezu dick und feucht und beinahe unmöglich zu atmen. Ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Tommy und ich versuchten, die Tür aufzuhebeln und stellten fest, dass sie komplett verklemmt war. Das war ungewöhnlich, aber ich hatte schon von sowas gehört.
Es würde eine Reise nach unten zum Van erfordern, um ein anderes Werkzeug zu holen. Ich informierte Tommy über den Plan und der Aufsichtsbeamte Ronnie beschloss auch mit herunterzukommen, damit er uns wieder reinlassen konnte. Also ging es wieder runter mit dem quietschenden Fahrstuhl. Er rasselte und schüttelte uns heftig durch, während er sich auf die unteren Ebenen senkte. Wir hörten ein Ding und die Tür begann sich zu öffnen und gab den Blick auf die Lobby frei. Ich hatte Tommy ein paar Regeln eingebläut, bevor wir mit der Zusammenarbeit begannen, und als die Aufzugstür über ihre Stahlschiene glitt, verstieß er gedankenlos gegen Regel Nummer 3. Verlasse den Aufzug nicht, während sich die Tür noch öffnet. Er begann loszugehen, als sich die Tür klappernd aufschob, und ich wollte gerade etwas sagen, streckte die Hand aus, um ihn am Arm zu packen, aber es war zu spät. Gerade als er über die Schwelle trat, schlug die Tür plötzlich mit ungeheurer Geschwindigkeit und Wucht zu. Später fand ich heraus, dass der Aufsichtsbeamte diesen Aufzug früher am Tag außer Betrieb gesetzt hatte, da er jemanden anderen auf ähnliche Weise fast enthauptet hatte. Er wollte jedoch nicht die Treppen hinaufsteigen, und als der andere Fahrstuhl auch außer Betrieb war, fing er einfach wieder an, diesen zu benutzen. Er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, uns das zu erzählen. Der Aufzug war alt, die Stahltür schwer, und als sie zuglitt, prallte sie mit unglaublicher Wucht gegen Tommy. Als die Tür ihn traf, stoppte sie nicht, sondern drückte weiter und zerquetschte ihn wie ein Vorschlaghammer, der durch eine überreife Wassermelone fuhr. Schon mal den Komiker Gallagher gesehen? Ja, so ähnlich war es. Seine Nase brach ein und sein Kiefer zersprang, als die Tür ihn mit überwältigender Kraft zerschmetterte. Und das alles, bevor ich eingreifen konnte. Er gurgelte und spuckte seine Zähne aus, als ich nach vorne stürmte, um zu versuchen, die Tür aufzudrücken. Sein Kopf schien teilweise eingedrückt zu sein und ich sah Scherben seines Schädels, die wie zerbrochene Töpfer waren, aus dem Fleisch ragten. Ich wollte gerade meine Finger in die Lücke stecken, überlegte es mir dann aber anders. Stattdessen benutzte ich das Brecheisen und versuchte, die Tür aufzudrücken. Ich rammte es direkt über Tommys Kopf in den Türrahmen. Da begann der Fahrstuhl plötzlich wieder aufzusteigen, doch diesmal viel schneller. Tommy war immer noch teilweise eingeklemmt, halb in der Tür, halb aus der Tür, und die ganzen Sachen wurden mitten durch ihn hindurchgeschleudert. Das Brecheisen und die Oberseite der Aufzugstür trafen auf seinen Kopf, während wir in die nächste Etage aufstiegen, und schlugen somit seinen Schädel aus einer weiteren Richtung ein. Das war jedoch alles, was sein zerstörter Körper aushalten konnte, und die linke Seite von ihm brach im Aufzug zusammen. Die andere Hälfte war immer noch draußen, in der Lobby, während wir nach oben fuhren. Ich fing an, vor Entsetzen zu schreien, aber der Aufsichtsbeamte schien nicht beunruhigt zu sein. Er sah mich nur still an, als die Kabine ratterte und mit zunehmender Geschwindigkeit nach oben fuhr. Scheiße, sagte er. Das ist nicht gut. Hey, können Sie ein Geheimnis bewahren? Ich habe Bargeld. Wir können den Leuten sagen, dass er herumgealbert hat und in der Tür hängen geblieben ist. So hat keiner dran Schuld. Oder ich werde sagen, dass Sie ihn geschubst haben. Es liegt an Ihnen. Er lächelte mit einem fetten Grinsen. Eine dicke Goldkette hing um seinen verschwitzten Hals und sein kahler Kopf glänzte vor Schweißperlen, während er auf meine Antwort wartete. Doch bevor ich etwas sagen konnte, waren wir plötzlich im freien Fall. Die Kabine fiel herunter, als wäre das Kabel durchtrennt worden, und ich spürte, wie sich mein Magen zusammenzog und der Cheeseburger, den ich zum Mittag gegessen hatte, begann mir unter plötzlichem Protest in die Kehle zu steigen. Wenn wir im obersten Stockwerk gewesen wären, wären wir sicher gestorben, aber so weit oben waren wir zum Glück noch nicht. Trotzdem war der Aufprall ohrenbetäubend und die Kraft, mit der wir plötzlich anhielten, ließ meine Knochen mit entsetzlichen Schmerzen erzittern. Ronnie, der Aufsichtsbeamte, war mit plötzlicher Gewalt zu Boden geschleudert worden und ich sah, dass seine Stirn blutete. Ihm fehlten auch ein paar Zähne. Wir begannen wieder aufzusteigen und mein Herz begann noch schneller in meiner Brust zu hämmern. Ich wollte aus dieser Höllenfahrt aussteigen. Plötzlich stoppte der Fahrstuhl. Ich hörte ein weiteres Klingeln und die Aufzugstür öffnete sich zur Lobby und enthüllte die andere Hälfte von Tommy sowie eine kleine Gruppe angewiderter und neugieriger Mieter. Der Aufsichtsbeamte rappelte sich auf und versuchte aus der Kabine zu springen, aber er schaffte es nicht ganz. Die Tür hörte erst auf, sich zu bewegen, schlug dann aber wieder zu und landete mit ekelhafter Wucht auf seinem aufgeblähten Bauch. Ich hörte mehrere Rippen laut knacken und er schrie auf, als sie sich in seine Organe bohrten. Blut floss aus seinem Mund und ich rannte hinüber zu der Kontrolleinheit und drückte den Türöffnen-Knopf. Nichts passierte.
Mit einem explodierenden Blutstreif in der Größe eines Wasserballons wurde sein Körper von der Tür vollständig in zwei Hälften gerissen. Ich drückte erneut auf den Knopf und die Tür öffnete sich. Geduldig wartete ich darauf, dass sie den ganzen Weg über die Schiene rutschte und die andere Seite erreichte. Dann, und nur dann, trat ich selbstbewusst vor und ließ den mit Blut gefüllten Aufzug hinter mir. Nach all dem würde es eine Menge Papierkram geben, dachte ich. Schade. Ich hatte den Jungen wirklich gemacht, aber man muss an die Regeln denken. Vielleicht sollte ich die Sache mit der Tür in der Regelliste eins nach oben schieben.